Mein Name ist Dr. Gunnar Trapp aus Tübingen. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Werte Abgeordnete, Sie entscheiden über die Impfpflicht gegenüber Corona. Bitte wägen Sie bei dieser Entscheidung genau ab zwischen Nutzen und Risiken, wie wir es als Ärzte gewohnt sind. Berücksichtigen Sie bitte die Datenlage und Erkenntnisse der letzten Zeit zum Krankheitsverlauf unter Omikron, zu fehlendem Fremdschutz durch die Impfung, zu nicht erreichbarer Herdenimmunität. Es gibt fehlende, lückenhafte Daten zu Impfnebenwirkungen und Impffolgen, die sollten bitte komplettiert werden. Berücksichtigen Sie, dass es eine Impfung gegen Pocken gibt, die einen lebenslangen Schutz gewähren kann und wirklich zur Ausrottung einer Krankheit führen kann, oder dass es eine Impfung gibt wie eine Influenza, die jedes Jahr aktualisiert werden muss, um einen Schutz für eine bestimmte Risikogruppe zu erreichen. Entscheiden Sie bitte ohne Fraktionszwang, entscheiden Sie ohne Lobbydruck zum Wohle der Menschen in Deutschland. Geben Sie uns Impfangebote, geben Sie uns klare Daten zu Pro und Contra heraus, geben Sie uns Menschen die Freiheit, sich für oder gegen eine Impfung zu entscheiden, aber geben Sie uns keine Pflicht. Kümmern Sie sich lieber um die Personaldecke in Krankenhäusern, Praxen und Intensivstationen.